Herzlich willkommen zum letzten Spiel für heute in der ESL ThinkFast Razer League Qualifiers 4. Viertelfinale zwischen Indie Gaming gegen Wolves 5. Mit circa anderthalb Stunden Verspätung oder so. Aber ja, drei Spiele dauern eben wesentlich mehr als drei Stunden in Dota. Ist halt so. Indie Gaming sind die Serben. Aus letztem Mal, Wolves 5 geht Europa dran, von daher kann man das nicht so genau eingrenzen. Ja, wir haben Scareth Mage und Death Prophet gebannt, ein Titan und ein Razer von Wolves 5 rausgenommen. Somit sind hier wieder alle drin. Und wieder ganz viel Neues, was da bestimmt auf uns zukommt. Ja, und zum ersten würde ich, dachte ich, einen Ogre Magi. Weil Ogre Magi als First Pick vielleicht ein bisschen viel ist, andererseits zwei anderen Picks wird auf jeden Fall gepickt, von daher könnte man hier durchaus einen Ogre First Pick machen. Oder auch nicht? In die Gaming lassen sich Zeit, haben aber natürlich auch noch ein bisschen Zeit und First Pick ist natürlich auch diskret wichtig und ist ein Sand King tatsächlich. First Pick interessant, aber auf jeden Fall generell ziemlich cool. Sand King macht immer Plays, freue ich mich drauf. Da bin ich mal drauf gespannt. Wenn wir es 5 könnten, denke ich mal, wird es ein Ogre Magi. Und. Ogre Magi Viper könnte man so. Das könnte ich mir jetzt hier so vorstellen. Aber auch hier Reserve Time. Auch hier ein bisschen längere Zeit. Ah ja, stimmt. Bei Wolves 5 kann ich zumindest sagen, europäisch, aber eher US East, EU East angesiedelt. Dass sie halt am Anfang gefragt haben, hier, können wir EU East spielen. Was halt interessant ist, dass Indie Gaming aus Serbien da gesagt haben, ja nee, irgendwie haben wir da Lags hin. Shadowsham Viper wird es, also kein Ogre Magi Viper. Shadowsham auch einer der Helden, die man irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so oft gesehen hat. Einfach weil Push nicht mehr so wichtig geworden ist. Und ein großer Teil von Shadowshams Stärke doch in Push liegt. Kann man einfach sagen. Daher hier mal ein bisschen Back to the Roots. Freue ich mich drauf. Back to the Roots und sehr viel Control auch schon hier. Aber auch von Indie Gaming. Dan King an sich selbst hat schon einiges an Control, noch einiges an Potenzial vor sich. Ach ja, Jakiro. Okay. Es ist sehr interessant, dass hier der Ogre halt einfach komplett ignoriert wird. Und doch, Jakiro Sand King ist reasonable good. Aber ich dachte, Ogre. Ja, der Punkt ist halt, wenn sie auf Teamfight gehen, ist natürlich Jakiro die bessere Wahl im Gegensatz zum Ogre Magi. Und da beide Teams so aussehen, als würden sie eher in Richtung. Naja. Höher gehen und nicht so dieses krasse Metas mit ja, Skyrath Mage, Ogre Mage und einem fetten Carry gehen. Kann es hier durchaus sein Batrider-Bann auch von Indie Gaming. Also hier sehr viel alte Strategies, würde ich jetzt mal so sagen. Reserve Time.
Tja, Synergies. Also Viper, gehe ich mal davon aus, dass sie in die Mitte gehen wird. Sharon ist halt der Support und kann auch ganz gut ein bisschen ganken. Ist ja gar nicht mal so schlecht dafür. Relativ gute Range auf dem Chicken. Und Shackles sind, ja, genauso lang, wie man sie braucht teilweise. Sand King wird erstmal, also würde gerne, glaube ich, ein bisschen passiver sein. Ikiro kann auch sehr gut pullen und den Offlaner an sich rausholen. Ja, weiß ich nicht, ob wir von Indie Gaming viel Aggression sehen werden. Aber Wolf's Pfeifer mit dem Schildschirm haben schon Grundstein gelegt für ein bisschen was Gankiges, aber halt auch Potenzial für einiges an Control later im Teamfight, für den Dschungel nutzen, für den Offlaner harrison und auch für Ganks in den Wald durchaus, wenn Sand King da. Wenn Sand King down gehalten werden soll. Bin gespannt, ob Wolf's Pfeife hier auch den gegnerischen Wald smocken, um halt ein bisschen die Caps zu blocken. Es kommt aber auch immer auf den Offlaner an. Ob das halt ein Offlaner ist, der es zulässt, dass nur der Jakiro harrest. Oder ob der Sand King halt da aktiv mithelfen muss. Müssen sie dann vielleicht auch eine Erne auf den Carry gehen, der die Spielweise unterstützt. Der halt auch selber ein bisschen Harris hat. Der auch selber klarkommt. Gegen ein Faceless Void anscheinend. Dieses Instant Pink Pick Faces Void ist auch sehr schön. Der Shadow Sham den Wars natürlich sehr stark. Und Wolf's Pfeife gehen hier auf Kartestrategien vom letzten 2 Monaten. Von vor 2 Monaten. Die letzten 2 Monaten ist halt ein bisschen genervt worden, aber es ist halt immer noch relativ stark. Weil Haze ist eine Chrono, Hazy dauert halt immer noch 6 Sekunden. Und hey, die Wards machen immer noch Damage. Und eine Windrunner. Way, das ist Control. Das Lineup habe ich so oder so ähnlich letztens gesehen mit Virtus Pro, war das glaube ich. Virtus Pro gegen Power Rangers. War BZZ auf eine Mirana und Wind Ranger in der Mitte wurde gespielt von God, glaube ich. Und es ging richtig ab. Daher Windrunner in der Mitte. Habe ich jetzt so das Gefühl, dass es halt gut funktionieren könnte. Außerdem. Indie Gaming haben ein richtig cooles Lineup für Blaze. Außerdem, Wolf's Pfeife, wenn die Chronos sitzen, wird es halt auch einiges möglich sein. Und daher freue ich mich auf ein interessantes Spiel das letztes Mal irgendwie. Weiß nicht, ich habe mich nicht so vom Hocker geworfen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen Durchhänger, aber hey, Windrunner, Void, Charmin, Sand King. Das sorgt doch für ein bisschen Motivation gerade so ein bisschen. Das freut mich. Durchrenken und dann gleich im Draft und gleich im Game und dann wird das wieder. So, Wolf's Pfeife haben 5 Sekunden Reserve Time. Wir picken den Witch Doctor. Ich weiß nicht, warum sie da so lange für gebraucht haben, weil hey, Witch Doctor, Professor Void. Aber naja, sie haben ihn gepickt. Combos online haben relativ viel Control natürlich für den Witch Doctor an sich. Daher ist es, muss die Chrono laufen. Ich bin schon fast so sicher, dass sie, wenn sie so viel auf die Chrono werfen, sollten sie auf jeden Fall den Void carryen. Denn sonst weiß ich nicht. Sollte er vielleicht auf, dann dementsprechend auf Agas gehen oder so. Und ich glaube nicht, dass er das halt einfach so rausbekommen wird, wenn er nicht gecarried wird. Da wird die Chrono dann irgendwann online sein und die Chrono wird nicht. Wird sowieso früher kommen als die Ultis von Witch Doctor und von Shadow Shaman. Das stimmt schon. Aber irgendwie sehe ich halt nicht, dass der Void viel macht. Die gleiche Argumentation ist aber auch für Offlane. So, okay, wir brauchen nur die Krone, das heißt, du kriegst halt die Offlane und gut ist. Machst halt Initiation und sonst halt nichts. Und First Item Agas. Es ist halt alles möglich. Die Frage ist halt, wenn die Krone halt nicht so gut sitzt, dann fällt das Lineup halt komplett auseinander. Außer, dass sie noch die Viper haben. Da müssen sie jetzt die Entscheidung treffen, ob sie darf. Noch einen Offlaner picken oder noch einen Carry picken. Die Entscheidung überlasse ich aber ihnen. Auf der Seite von Indie Gaming haben wir einen Abaddon. Okay, das heißt entweder Sand King, Jakiro oder Abaddon wird Core. Beziehungsweise entweder Jakiro oder Abaddon wird Core. Sand King würde sie sowieso gerne im Wald verdrücken. Kann es ein Offlaner Abaddon werden? Ich bin ziemlich sicher, dass die Windrunner in die Mitte geht. Einfach weil sie ein sehr guter Midlaner ist und große Range hat.
dementsprechend gegen die Viper auch gehen kann, besonders mit dem Windrunner, Windrun, dass ja eventuell Gangs überleben kann. Wird genau das, was man gegen die Viper braucht. Durch Movement Speed, Bonus und Evasion. Und die gewann für ein Indie-Gaming. Haben irgendwie das Gefühl, dass die Windrunner offline ist. Aber gegen die Viper nur die. Weiß ich nicht genau warum. Okay. Ja, und dann Spirit Breaker Bann auch schön. Ja, gehen auch davon aus, dass noch Offlane fehlt. Würde ich jetzt auch sagen. Weitern das raus. Centaur wäre halt noch drin. Ich glaube, Wolfs 5 wäre ein Centaur hier ziemlich geil. Auch wenn Centaur halt auch so ein Held ist, der. Ja, auf einer Dual Lane halt relativ gut kostet. Daher würde ich hier meine Karten auf den Centaur setzen. So, oder zumindest halt sagen, dass ein Centaur hier ziemlich gut wäre. Und es ist ein Bristleback. Na gut. Bristleback kann man auch spielen. Ist halt auch einer der Helden, die Impact hat. Und halt auch vorne stehen kann. Haben halt prinzipiell die Viper und den Bristleback, um zu fighten. Und wenn es gut steht, kommt der Void mit der Chrono und dann dient der Witch Doctor. Sollte der Plan von Wurst 5 sein. Auf der Seite von Indie Gaming. Ja. Bauen sie einen Offlaner. Oder halt einen Harry. Das ist ein Klings, als, wahrscheinlich als Carry. Klings Abaddon. Vielleicht. Klings Abaddon Lane. Der natürlich ein Bristleback an sich auch aus Harrison kann. Und. Aber, okay. Der Kiro Offlane? I am not convinced. Dann werden wir das mal sehen. Auf der Seite von 5K. Haben wir Zepdage auf dem Shadow Shaman, die auf dem Witch Doctor, ein Supports, Ancon Naranjas auf dem Faces Void, der Wingblade eigentlich Carry wird, ja, ja klar, Carry wird, Georgie auf dem Bristleback Offlane und Geminis auf der Viper. Seite von IG, Volex auf dem Sand King, Inks Solo, El Domo. Auf der Safe Lane. Dementsprechend wird Sand King in den Wald gehen. Links wird alleine die Offlane gegen Bristleback übernehmen. Eigentlich relativ okay ist. Das lässt Panther und Dr. Angie auf dem Abaddon und dem Jakiro, die das Ganze als Dual Lane hier unten fahren wollen, kriegen beide Levels, was reasonable ist. Okay. Kann funktionieren. Bin halt gespannt, ob es das tut, weil Shadow Shaman und Witch Doctor ist schon einiges. Aber das lässt 007 zu guter Letzt auf der Wind Ranger in der Mitte. Gegen die Viper. Ein relativ even Matchup. Man sehen könnte von Place Place entschieden werden. Und noch direkt der D-Ward des Bristlebacks hat da keine Vision mehr. Was halt auch verhindert, dass er sieht, ob der Sand King jetzt halt im Jungle ist. Oder. Aber halt direkt neben einem sitzt. Sand King versucht es wahrscheinlich erstmal hier eine Stunke in der Mitte zu machen. Die wurde nicht gesehen. Das könnten sie wahrscheinlich gewusst haben. Ja, Burrow Strike Level 1. Werden sie wahrscheinlich wissen, weil oben war die erste Observer Ward und der andere wird dann wohl unten sein. Wird ein bisschen geharrist, aber ich glaube nicht, dass das Sand King machen kann. Ja, kann halt nur ein bisschen harrissen. Aber sonst ist halt auch nichts da. Kann Emma stunnen und dann sollte er jetzt gleich. Ah, doch, tatsächlich gar nicht mal so wenig Damage. Wow, First Blood für Volex. Ich hab den Damage unterschätzt. Aber es hat tatsächlich noch gereicht. Und kriegt er hier sogar noch sein Level 2. First Blood hier für IG. Schön gemacht und auch schöne Geduld gehabt. Auf der Top-Lane, auf der Bottom-Lane ist die Dual-Lane relativ okay drauf. Ist ein Harris auf dem Shadow Shaman. Und ja, Witch Doctor pullt halt ein bisschen, aber auch wieder nur ein Single-Pull. Denn er kann nicht mehr machen, aber hat auch gar nicht mehr probiert. Bin nicht sicher, was sie da mit dem Single-Pull wollen. Die Lane ihn ins Gesicht treiben.
Ich glaube, hier werden Beine relativ gut farmen. Aber ja, Klings hat halt einiges an Harris, dachte ich. Ein bisschen weg. Oh, und wenn halt einfach mal so ein Sandking ankommt. Oh, der letzte Hit trifft noch gerade so und schafft es nicht sogar mehr. Muss allerdings hier rauskommen. Wow, 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 wow. Ein Schuss vom Range Creep. Das ist vielleicht ein bisschen überschätzt. In dieselbe. Ist dann wieder okay. Schöne Rotations von Vorlex hier. Überzeugt mich doch sehr. Für Bottle Lane geht einiges an Harris hin und zurück. Blue Lane hat einen kleinen Erfahrungsvorteil, der sich insbesondere in Harris für Jakiro auswirkt. Und hat auch für den Abaddon generell. Ah, Shackles sind drauf, aber ich weiß nicht, ob das so wird. Das sieht nicht danach aus und die Windrunner kommt natürlich genau zur richtigen Zeit ein. Was ist das? Haste Rune da drauf. Hunter könnte hier poppen. 10 Leben, wird hier wahrscheinlich schnell botteln und dann wieder reinkommen. Schöner Slow auch hier, aber er kann auch jederzeit wegspringen. Ah, und dodge sogar den Schuss. Schön gemacht. Aber verdient es 0-4 hier für ein G und eventuell hier auch ein I-5. Will tatsächlich hier nicht den Brisbane hinterherlaufen. Denkt, dass er unten her ist, aber geht wohl umher. Aber ja, es interessiert ihn auch irgendwie nicht so wirklich. Hm. Hat hier seinen Stack, hat einen Triple Stack. Wollte noch viel mehr. Bristleback muss den kompletten Walk of Shame drumherum laufen. Ist halt immerhin Level 3. Aber. Ja. Supports halt auch und es funktioniert ganz gut. Auf der unteren Seite scheint es allerdings jetzt so langsam auch mal zu sein, dass die Trident dann einen Kill findet. Hero geht down, es ist mit 1 zu 4. Aber der Networth ist halt sehr weit oben für ein G. Und die Last Hits sind halt ähnlich. Klings farmt ganz gut. Und der Void unten ist doch relativ weit down. Ah, den sollte er vielleicht. Also wenn es Z1, es funktioniert für IG schon relativ gut. Haben wir die Dual Lane unten, die hat einfach nur verhindert, dass der Void farmt. Dann farmen sie jetzt selber unten. Headshot Glass drin, Dingens ist. Shadow Charm ist da, das sollte ein Kill auf den Jakiro sein. Aber schönes Schild und jetzt könnten sie es eventuell turnen. Versuchen hier auf den Shadow Charm zu gehen. Und es reicht nicht ganz, ein Schuss noch, muss mit dem Liquid Fire gemacht werden. Und tatsächlich die Mist Coil sorgt dafür, dass sie den bekommen und außerdem halt auch ein bisschen Video auf den anderen. Haben wir noch vom Witch Doctor, aber. Weiß nicht, ob das reicht. Allerdings ist richtig viel Damage hier draußen. Und der Tower schießt auch noch. Das sollten sie vielleicht nicht übertreiben. Hier tatsächlich der Jakiro noch. Hat sich nicht down. Windrunner ist hier. Aber da kommt er halt doch nicht raus. Und daneben. Weite Chance, dass er hier steht oder hier steht. Aber ist er dann nach hier unten gegangen. Windranger hat einfach mal ihre Rune. Und ist damit. Ist damit weiterhin hier vorhanden. Und haut Harris aber after Harris raus. Jakiro und Abaddon müssen jetzt zurück. Und Bristleback ist halt mal wieder oben gestorben. Meine Güte, das läuft richtig gut für IG. 1-7 und es. Das sind wir jetzt schon im Storm. Wir haben nach 5 Minuten hat Sandking einfach mal 1200 Gold. Und hat schon den zweiten Stack wieder. Mann, ist das sick. Besonders die Windranger hat hier einige Kills und am überzeugendsten bisher der Sandking. Die richtigen Rotations hat und trotzdem halt noch im Wald gut dabei ist. Alles in allem, Klings farmt. Urban in der Mitte kriegt schön viel Space, aber Windranger wird wahrscheinlich irgendwann zurückkommen. Ganz alleine werden sie wahrscheinlich die auch nicht lassen. Also schauen, entkommt erstmal TP abgebrochen, okay. Da können sie jetzt ein bisschen chasen. Oh, und wird den schönen Shackle-Shot landen und das ist das Ende des Schillerschadens. Schön gesessen und das ist halt die Windranger. Hat auch hier richtig großen Impact. Und macht sich jetzt auch mal auf den Weg zur Invis-Rune, beziehungsweise auf den Weg wieder in die Mitte. Denn hey, hier müssen wir irgendwas machen. Und passend dazu ist auch Sand King hier. Hat noch kein Epicenter. Aber
Ja gut, hat er nur mal die Runde geholt und beigeguckt. Er hat auch sowieso nichts zu tun, denn er hat sein Snack. Ja. Er wird gemacht. Beziehungsweise wird halt schnell gemacht, damit er danach fertig ist. Jetzt passiert einiges hier. Ich meine, 6 Minuten und 9 Kills. Immerhin etwas. Ja, und nächstes Deck ist dafür bereit. Das wird ein richtig früher Blinkdagger. 8 Minuten Blinkdagger ungefähr für den Cent gegen 1-0-2, das ein richtig viel Impact hat. In der Bottom Lane ist jetzt die Viper rotiert, die wohl gesehen wurde. Und ja, okay. Auch einfach so den Rotation machen und sich auf den Blinkdagger so verdienen. Zack, 7 Minuten und 10 Sekunden Blinkdagger für diesen Cent gegen hier. Richtig hart. Richtig schön gemacht. Da kommt halt wieder auf die Lane, aber Windrunner hat trotz dieser Rotation 2-0-2 immer noch mehr Last Hits als die Viper in der Mitte, die Pre-Farm hatte teilweise. Was halt schon was ist. Zweimal nach oben gemisst auf ein Item. Ja, diese Items reichen ja noch immer aus. Es ist halt schwierig, die im Highground zu treffen. Bitte, bitte, bitte. 8 Minuten Level 4 für den Void. Erste Tower ist jetzt für Klings down. Ich will eigentlich gar nicht die Grafen aufmachen, aber ich guck's mal. Hör, du Scheiße. 8000 Gold nach 8 Minuten. Das ist richtig übel. Jetzt auch der Void muss wegspringen. Beinahe vom Liquid Fire gepoppt. Windrunner versucht noch hinterher zu kommen. Headshot Factor. Nein, nicht vorhanden zu sein. Finden hier den Witch Doctor. Ja, aber daneben. Viper Strike geht raus auf den Abaddon. Und der geht erstmal down. 2 zu 10. Gleichzeitig mit dem Witch Doctor. Und der nächste Blink ist gleich ready. Boros Strike 3, 2, 1. Und Double Boros Strike. Na gut. Na okay, der Shackle war vielleicht nicht nötig, aber Blink Boros Strike. Und der nächste Ice Path. Trifft nicht ganz. Damage ist vorhanden. Shackle Shot, kein Mana. Puh. Knapper Scheiß. 2-11 somit. Und weiterhin. The lead is going. 8 zu 16, also 8k Gold vorne. XP immer weiterhin. Net Worth. Gott. Fast die ersten 4 sind auf Seite von IG. Nur noch die Viper kann sich dann noch oben behaupten. Jetzt an Platz 4. Als Midlaner, der jetzt einziges farmt. Und hier finden sie eventuell den Bristleback. Und mit eventuell meine ich, ja, sie finden den Bristleback. Und schon wieder ist der Shackle so kurz vorm Tod. Ich will damit richtig viele Kills stealen, wenn der Shackle schon Damage machen würde. Wäre es aber auch ein bisschen OP. Ja, Orchid ist auf Klings fertig quasi. Oh Gott. Item Timing nach 10 Minuten getroffen. Das ist ein richtig frühes Orchid. Haben wir hier schön aggressiven Ward. Auch sehr nah dran gestellt. Ist uns normalerweise hier. Oder so. Aber das ist hier wirklich an der Grenze vom Tower. Red Factor wird hier nicht. Eine Eispuff auf 2 und. Ah, Shackle. Bisschen zu früh, sonst hätte er tatsächlich noch auf 2 gebrochen. Hätte das Schicksal für 2 besiegelt. Viper ist jetzt drin. Viper Strike auf den Jakiro, der direkt natürlich turnt mit dem. Mit dem Apothec Shield. Hittet hier noch nicht ganz genug. Oh, der Shackle. Hittet aber auf den Baum. Mistcoil nicht genug. 7 Leben noch. Witch Doctor rennt um sein Leben. Oh, aber der Powershot. Besiegelt auch sein Schicksal. 5 war noch für den Faceless Void. Noch knapp 11 Minuten. Unbedingt Level 6. Shackle Shot Mist. Aber Mistcoil besiegelt jetzt hier sein Schicksal. Außerdem haben wir jetzt Shadow Shaman. Er shackelt um sein Leben. Aber es reicht halt nicht ganz. Windranger holt auch ihn. Geht eventuell sogar auf Degen. Aber ich glaube eigentlich. Oh, schon wieder Turn und Epicenter und auch den nächsten Kill schon geholt.
Mega Kill Streak und GG nach 11 Minuten vom Witch Doctor. Puh, zu Recht, aber was ein Game, was ein Stomp und was eine riesige Performance hier von IG. Richtig super gespielt. Molex MVP und die Wind Ranger von 07. Wahnsinn, was da für eine Performance rauskam. Das Team will noch nicht so ganz GG callen, aber ja. Ich glaube, die wissen die meisten, dass es halt eigentlich ja schon vorbei ist. Mal gucken, wann der Engine poppt. Wann er poppt. Die will unbedingt GG schreiben. Aber sein Team will nicht so ganz. Und jetzt ist es soweit, okay. Tja, das beendet die ESL Thinkfast Razer League Qualifiers 4 für heute. Morgen geht es dann weiter mit dem Halbfinale, dem Spiel um Platz 3 und dem Finale hier auf diesem Kanal. Somit lade ich euch morgen wieder ein. Und ja, macht's gut, bis morgen. Ganz einfach.